Der Bruder sagt, es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, vor dem letzten Tag, das wird in der letzten Zeit, vor dem letzten Tag, werden die Leute Riba, Wucher haben. Und wer nicht mit Riba zu tun hat, der wird sozusagen von diesem Staub von Riba berührt. Was ist das genau? Genau bedeutet das, dass die Leute Riba, Wucher, Zinsen, dass sie das machen und dass es sich verbreitet. Das ist unsere Zeit. Fast alle, die hier, oder alle, die hier sitzen, die haben Konto. Und jeder, der Konto hat, der muss wissen, der hat mit Riba zu tun. Deshalb, wenn man auch das nicht will, dann wird man, barakallahu fikum, gesteckt in Riba. Heute, die Wirtschaft von den Staaten überhaupt, das basiert auf Riba. Die Banken basiert auf Riba. Das Geld, was du bekommst, ist durch die Banken von Riba. Ja, da kannst du nicht. Deshalb, das ist das Hadith von unserem Propheten. Wenn du selber nicht aktiv das machen willst, dann wirst du auch davon berührt. Und wegen Riba, barakallahu fikum, der Prophet sagte, La'anallahu, Allah subhanahu wa ta'ala verflucht, verdammt, denjenigen, der Riba, Zinsen, nimmt oder gibt, derjenige, der Vertrag schreibt und die beiden Zeugen. Und in einer Version, die sind alle gleich in der Sünde. Sind alle gleich in der Sünde. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, passt auf, der sagte, Riba besteht aus 73 Türen. Die schlimmste oder die leichteste davon, die leichteste davon ist, als ob man mit der eigenen Mutter, wal'iyadu billah, Geschlechtsverkehr hat. Mit der eigenen Mutter Zina macht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb überlegt ihr, diese Leute, die 200 und 300 und Millionen von Riba genommen haben, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.